Drei Beweise für die Auferstehung Jesu. Weit über 1 Milliarde Menschen, das heißt 1000 Millionen Menschen, glauben heute im Jahr 2023 daran, dass sie eine lebendige Beziehung haben zu jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wie kann das sein? Sind die alle verrückt? Haben die sich durch ihren Glauben täuschen lassen? Ich habe mich immer gefragt, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Und wenn man etwas beweisen will, schaut man sich die Anhaltspunkte an und überprüft sie, ob sie stimmig und wahr sind. Hier sind drei Beweise, die so eindeutig sind, dass sie jeden Zweifel an die Auferstehung Jesu beseitigen können. Erstens, das leere Grab. Die ältesten und zuverlässigen Quellen im Neuen Testament sprechen vom leeren Grab. Nicht einmal die jüdischen Gegner haben bestritten, dass das Grab wirklich leer war. Zweitens, die Augenzeugen. Es gab mehr als 500 Augenzeugen, die behaupteten, Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung lebendig gesehen zu haben. Darunter sogar ein ehemaliger Erzfeind der Gemeinde Jesu, Saulus von Tarsus. Wenn Einzelne so etwas berichten würden, dann wäre es vielleicht eine Halluzination. Wenn es aber mehr als 500 waren, deren Aussagen man überprüfen konnte, dann war die Begegnung mit Jesus real. Drittens, die Auswirkungen. Ein bunt gewürfelter Haufen von Leuten, die behauptete, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem Dorf 3 Tage tot war und dann auferstanden ist. Das war verrückt. Hättest du den Jüngern eine Erfolgschance gegeben? Und doch gibt es 2000 Jahre später 1 Milliarde Christen, die sagen, dass sie eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Du kannst ihm ebenso persönlich begegnen. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt.